Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren Video für den Lotto-Simulator. Wir stecken jetzt in den Top 3 der top bewertetsten Karten hier auf Steam. Dementsprechend gucken wir uns heute die Karte Testmap V2 an. Ein sehr origineller Name, aber so ist es. Die Karte, die ist auch schon relativ alt. Ich meine, dass die auch schon im Jahr 1 erschienen ist für den Lotto-Simulator und leider nie wieder ein Update bekommen hat. Aber ja, sie gehört halt zu den top bewertetsten Karten, die es, wie gesagt, jetzt aktuell gibt. Das schauen wir uns jetzt mit dem Fahrzeug an, was es damals auch noch nicht gegeben hat. Dementsprechend ist es ein absolutes Highlight, hier mal auf dieser Karte jetzt mal mit einem Düsseldorfer Fahrzeug hier abzufahren und einfach mal so mal rückblickend zu schauen, ja, was war denn so damals los und wie ist der Vergleich zu heute? Dementsprechend würde ich sagen, ich springe mal rein und werde das Ganze mal jetzt hier so ein bisschen aufrüsten und ja, lassen wir uns mal ein bisschen inspirieren, was die, ja, mittlerweile, was hier so passiert ist. So, na denn. Das war jetzt wohl nichts. Ah, doch. War doch was. So, Oberleitung gibt es ja auch schon. Das ist schon mal sehr gut. So. Das haben wir auch drin. Spiegel ausklappen, bitte. So, das haben wir jetzt auch drin. Das ist auch schon. Ja, ich glaube, ja, Zielcode natürlich gab es damals halt noch nicht, wo die Karte erschienen ist. Ich glaube, wir sind soweit auch startklar. Genau. So, ein bisschen uns jetzt hier rumquälen. Uiuiui. Sehr schön. So, dann wollen wir mal die Türen aufmachen. Oh Gott. Ist schon eine Weile her, dass ich das Fahrzeug tatsächlich benutze. Ja. So, Fahrraumbeleuchtung, Warnblink brauchen wir nicht. Das ist alles soweit drin. Wir stehen perfekt drin. Und ich glaube, soweit war es das hier. Ich glaube, mehr müssen wir nicht machen. Nee, okay. Dann schauen wir mal ganz kurz. Außenbeleuchtung können wir ruhig anmachen. Und Spiegel anlegen, Freigabe. Perfekt, das ist gut. Jufa hat sich unter dem letzten Video gemeldet und meinte, ja, wir hätten mal gucken sollen, dass es vielleicht zu einer normalen Epoche gehört. Ja, nee, finde ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn es zeigt ja die top bewertetsten Karten allesamt, seit es den Lotto-Simulator halt existiert. Und darum dreht sich das Ganze auch. Klar, man hätte jetzt das Ganze natürlich irgendwie beschränken können, dass es jetzt zum auch nur für ein bestimmtes Jahr ist oder sowas. Ja, das kannst du ja halt dementsprechend auch so ein bisschen einstellen. Aber ich finde halt, dass es ja hier um das Allgemeine geht. Und klar, kann man jetzt Karten, die damals erschienen sind und ja, heute existieren, natürlich nicht miteinander vergleichen. Aber es geht natürlich auch einfach mal so ein bisschen, dass es halt die Leute halt früher schon öfter mal so den Danke-Button gedrückt haben oder sowas halt. Ja, und dementsprechend natürlich kommen halt diese Wertungen halt dementsprechend zustande. Also wenn ihr immer mal eine Karte runterladet und euch gefällt die Karte, dann lasst doch da ein Like da, damit das Ganze halt mal wieder ein bisschen aktualisiert wird, um das Ganze dementsprechend halt auch mal zu modifizieren, dass hier auch Karten, ich sag mal, erscheinen, die jetzt eventuell doch ein bisschen top aktuelle sind. Real Life Koblenz. Mein Gott, ich sag den Namen neulich immer falsch. Real Life Koblenz ist natürlich eine der modernsten Karten, die wir jetzt hier auch in dem ganzen Format drin haben. Ja, das ist natürlich schon schade, denn Karten wie Fick Daminga, Sonnenburg V2, die werden gar nicht hier in dieser Liste groß aufgeführt. Und das ist natürlich extremst schade halt, ja. So, die Türen auf.
Wie gesagt, das ist natürlich extrem schade und kann ich dann natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass dann der ein oder andere sagt, so, naja, aber so ganz fair ist es natürlich nicht, wenn man jetzt Karten von damals und von heute nimmt. Ne, da hat sich ja die Zeit mittlerweile ja doch schon extremst gewandelt. Wir sehen zum Beispiel, wir haben hier aber schon mal funktionierende Ampeln, also soweit war die Karte hier damals schon gewesen, aber ja, KI-technisch ist hier gar nichts mehr verbaut und dementsprechend hier zum Beispiel auch komplett überhaupt keine Oberleitung mehr drin. Also es ist dann halt immer schade, dass die Karten dann auch immer dann so fallen gelassen wurden dann halt, ne? Man hat dann da eine Karte veröffentlicht, irgendwann blieb der Spaß dann dementsprechend halt aus, da irgendwie weiterzubauen. Vielleicht, weil es auch an Objekten fehlten oder irgendwie sowas. Aber es ist dann halt einfach traurig, dass an diesen Karten einfach schlichtweg nicht mehr weitergebaut wird. Und das finde ich persönlich schon sehr, sehr schade. Denn wir hatten damals zu Zeiten, wo der Lotus immer noch rauskam, viele Karten. Und eine war teilweise echt besser gewesen als die andere Karte. Und dass das Ganze jetzt halt dementsprechend so ein bisschen im Sande verlaufen ist, das Ganze, ist natürlich schon mega, mega schade. Und wie gesagt, dass die Leute dann dementsprechend jetzt durch die neuen Karten jetzt halt natürlich jetzt nicht mehr sagen, so, oh geil, da müssen wir jetzt mal irgendwie ein Update machen oder sowas. Ja, da kommt natürlich dann nichts. Ja? Und das ist dann extrem traurig, denn dass da halt das Ganze so ein bisschen, ja, die Leute vielleicht faul geworden sind und die Leute vielleicht da nicht denn ständig auf den Danken-Button drücken, auf den Like-Button. Sogar die Karte von Willi, ja, die ja nun auch schon seit Ewigkeiten existiert, ist nicht mal in den Top 5 mit drin. Ja, also das kann man hier schon mal alles so vorwegnehmen, den ganzen Spoiler-Kram. Ja, also diese Karten findet ihr jetzt hier in den Top 5 halt nicht drin. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. So, genau, also das ist natürlich schon ein bisschen traurig, aber vielleicht kann man diese Videos dann zum Beispiel auch so ein bisschen als Zeitreise nehmen, zurück in eine Zeit, wo Lotus gerade sich hingestellt hat und gesagt hat, hallo, wir sind da, ja, wo die Leute gerade angefangen haben, so ein bisschen für ihren Simulator halt Content zu kreieren. Ja, das ist natürlich dann schon schön, das Ganze dann mal wieder so rückblickend mal zu sehen. Auch bin ich halt mega glücklich, wenn hier die Kommentare von euch kommen. Ach ja, die bin ich damals auch gefahren oder so, irgendwie sowas halt in den Dreh. Und ja, einfach mal so auch ein bisschen rückblickend zu gucken. Hier waren wir ein bisschen zu schnell. So. Hier stehen wir nicht mehr ganz drin. Eieiei, da hätten wir noch deutlich mehr davor fahren können. Also Haltestellen hier schon relativ knapp hier. Aber man sieht es halt auch wirklich, ne? Also wenn ihr diese Karten jetzt mal so ein bisschen an euch anschaut, es ist halt wirklich großteils nur Standard-Content verbaut. Also es ist halt nicht wirklich viel, was da jetzt so groß verbaut ist. Aber ganz ehrlich, das sieht aber schon extrem weit aus, oder? Guck dir mal diese Spanne an hier, ja, also diese Länge. Guck dir das mal so an, das ist schon. Da kann man sich natürlich schon mal verbremsen. So, ab geht's hier rum. Aber ja, auch schon alles teilweise mal probiert, so eingleisig zu bauen. Ich glaube, hier befinden wir uns schon wieder kurz vor der Endhaltestelle. Eine Testmap halt wirklich, wie der Name halt schon sagt, wirklich eine Testmap. Und es ist natürlich traurig, denn dass halt solche Karten dann tatsächlich mehr Bewertung haben als halt die Karten wie Fictaminga oder Sonnenburg V2.
meine Sonnenburg V2 ist immer so ein bisschen, durch die starken Performance-Probleme ist jedes Mal, weißt du halt nicht, mal funktioniert die Karte, mal kannst du sie nicht fahren, weil sie halt so starke Performance-Probleme hat. Ah, das ist schon ein bisschen ärgerlich, denn. Aber um einfach mal so den Vergleich so zu ziehen, so, ja, dass so eine Karte, die damals zum Release irgendwann mal rauskam, seitdem wahrscheinlich auch nie wieder ein Update bekommen hat, die dann halt auch deutlich mehr Bewertung hat als halt eine Karte wie Sonnenburg V2 halt, ne? Deswegen bitte ich euch, wenn ihr eine Karte runterladet und ihr findet sie gut, bewertet diese Karte halt. Damit man halt auch wirklich Neulingen zeigen kann, die sich vielleicht jetzt auch für den Lotus Simulator zum Beispiel auch so ein bisschen interessieren, einfach mal zu zeigen, so, was sind denn die Top-Karten? Weil wenn sich jetzt ein Neuling, der jetzt gerade frisch Lotus kauft, jetzt sich auf Steam schaut, im Steam Workshop guckt, welche sind die bestbewertetsten Karten, dann kommen natürlich diese Karten hier zum Vorschein. Und das ist natürlich dann nicht das, was derjenige vielleicht sehen möchte. Ja, also da werden natürlich dann halt diese Karten, die ich jetzt hier schon mehrmals angesprochen habe, schon ziemlich cool, wenn die denn mal drin sind. Weil da weißt du halt auch, dass die Karten auch geupdatet werden. Und auch ich bin halt einer, der guckt jetzt nicht den kompletten Steam Workshop durch. Wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe, dann gucke ich halt auch so, was sind die bestbewertetsten Sachen erstmal. Um erstmal vielleicht sich damit erstmal so ein bisschen auseinanderzusetzen halt. Mit der ganzen Thematik, mit dem Spiel. Muss ja nicht immer eine Simulation sein. Kann ja auch zum Beispiel, ja, lass es Half-Life sein oder was jetzt hier irgendein Workshop drin hat. Da guckst du halt auch nicht den kompletten Katalog erstmal durch, sondern du gehst halt erstmal auf die Top-Sachen halt, ne? Also die bestbewertetsten Sachen. Und wie gesagt, das sind halt die Karten hier. Sodale, da sind wir an der Endhaltestelle hier angekommen. Ja, was soll ich sagen? Standard-Content verbaut jetzt hier ist natürlich nicht so ziemlich cool. Ja, also da geht's deutlich, deutlich mehr. Wie gesagt, man hat sich hier nicht mal mehr die Mühe gemacht, dass hier noch zum Beispiel irgendwelche Zäune stehen oder sowas. Also der Ansatz von der Karte war auf jeden Fall mega interessant gewesen. Das ist eine relativ kurze Linie. Also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen was machen können. Aber die Karte war nicht mehr vollständig, bis man sich dann entschlossen hat, die Karte einfach abzusetzen und eigentlich keinen Stuff mehr dafür rauszubringen. Und das ist natürlich schade. Davon gibt's oder gab es sehr viele Karten, die es halt einfach nicht geschafft haben, die nicht überlebt haben groß. Wir haben es jetzt, wie gesagt, mit Rüblidorf jetzt gesehen. Das ist zum Beispiel eine Karte, die kam raus zum Anfang, um einfach mal zeigen, so, hallo, der Workshop, der funktioniert, ihr könnt eure Karten basteln. Aber auch da gab es nie wieder irgendwie was. Die Testmap V2, wie sie sich hier nennt, wie gesagt, der Name ist absolut großartig. Genau das gleiche Schicksal. Ja, die kam raus, hat man sich dann auch angesetzt, so, ja, wir werden hier ab und zu mal Updates machen. Aber bis dato ist halt gefühlt nie irgendwas passiert. Und wenn ich mir jetzt wahrscheinlich das Video von Microhazard TV damals jetzt nehmen würde, dann ist der Stand der Karte, glaube ich, gleich geblieben. Und wir haben die Karte damals gleich zum Release uns halt angeguckt. Mega schade, aber das ist halt das ganze Problem mit dem Steam Workshop und den Leuten, die halt die Karten hier nicht wirklich groß bewerten. Also, mein Tipp: Bewertet immer die Karten, geht immer dahin und wenn euch die Karte gefällt, lasst da unbedingt ein Like da, damit wir hier das Ganze mal so ein bisschen ummodeln können. Die nächsten zwei Karten allerdings, die wir uns jetzt da angucken werden, die sind schon deutlich mit viel mehr Detail gebaut worden und die sind halt auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Aber ihr werdet nie erraten, welche auf Platz 1 ist. Deswegen lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Könnt gerne mal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und euch den Lotus-Simulator zum Release hier mal angucken, wie er so mal früher ausgeschaut hat, ohne extra Objekte oder sonst irgendwas. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ja, sonst schreibt es gerne in die Kommentare, was euch hier zum Beispiel aufgefallen ist oder ja, was ihr euch wünschen würdet. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit den Top 2. Bis denn, tschüss!